Le Freunde, willkommen zurück zu Super Mario Maker 3DS in der Super Mario Herausforderung. Sie wissen Bescheid. Gratulation, jawohl. Sagen Sie mal, Herr Yamamura, Ihr Federkleid sieht heute noch viel gepflegter aus als sonst. So kennt man Sie ja gar nicht. Sonst stehen Sie immer mit einem Becher in der Hand vorm Real und betteln nach Geld. Gurr, gurr, du hast es also bemerkt, ja? Ich verwende seit kurzem mein neues Shampoo. Das hat mir jemand in meinen Becher geworfen, als ich, Geld geschnurrt habe. Ach, deshalb riechen Sie auch so gut. Von Taubenshampoo habe ich ja noch nie gehört. Das heißt, Sie waren nicht vor einem Real, Sie waren vor einem Jumbo-Zoo. Also so ein Zoogeschäft. Heftiger Auto. Gurr, gurr, gurr. Das neueste Element ist die Kanone. Du kannst sie am Boden, an einem harten Block und an vielen anderen Elementen platzieren. Gurr, gurr, gurr. Brr, brr. Eine Kanone kann in unterschiedliche Richtungen zeigen. Du kannst eine gurr, gurr zum Beispiel an der Wand anbringen oder auch an der Decke, sodass sie zur Seite bzw. nach unten zeigt. Gurr, gurr. Bläh. Hast du die Kanone gurr, gurr platziert? Kannst du sie berühren, um ihre Schussrichtung festzulegen? Gurgurs eignen sich prima für Umgebungen wie Luftgaleere oder Festung. Wir sehen uns dann in der nächsten Welt. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwann vor einem Real oder vor einem Zoogeschäft betteln. Das wäre traurig, Fräulein. Das wäre sehr traurig. Jawohl. Sammle alle 70 Münzen ein und erreiche das Ziel. 14.1. Guten Tag. Hallo. Läuft die Aufnahme? Läuft die Aufnahme? Ah! Tut sie. Gut. Wollte ich nur kurz gucken. Jawohl. Oh, das war scheiß knapp. Oh. Da muss man im richtigen Moment durchrennen. Ich sehe das schon kommen. Aber es ist wieder so New Super Mario Brüdes Wii des, oder You oder... Ihr wisst Bescheid. Ganz gut. Gut, wie gehe ich da am besten vor? Soll ich auf die Lücke warten? Eigentlich sollte ich das tun. Aber dann ist die Frage, wie komme ich beim zweiten Mal durch? Ich meine, das Loch hier im Buhu-Kreis. Ah, die bewegen sich mit. Ja, das weiß man doch vorher gar nicht. Du dämlicher Dreckskopf. Oh Gott, die verfolgen mich. Gib mir einen Pilz, Bruders! Ich dachte, ich komme da durch. Leider nicht. Oh Gott, Alter. Das ist too much, Mann. Ich verliere den Pilz und dann ist tot. Ah! Ja, genau. Und dann noch die, die schneller sind wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Was wollen sie? Die machen da so richtige Synchronschwimmeraktivitäten hier. Seht ihr das? Ah! War das knapp? War das knapp? Wie kennt ihr diese Synchronschwimmer? Richtig geil. Ich warte mit dem Stern. Ich warte erstmal ab. Ja, ich bin doch nicht behindert. Oh nein! Das war dumm! Wobei, die Kamera hat ja aufgehört zu sein. Sie hat aufgehört zu sein. Da! Ah! Ich glaube, du musst hier irgendwie einen One-Up holen. Locker HD. 58. Quadratik. Haftig. Gut. Bruders! Schade. Aber juckt nicht! Das Ziel ist bestimmt so, hol zwei One-Ups und die brauchst du vom Stern und dadurch, dass du den Pilz behalten hast. Ich wette mit euch. Das kann man probieren. Wir haben es ja nicht eilig, oder? Sehr wohl. Ich meine, du musst einfach nur runterrennen. Du musst ja nicht mal groß was machen. Verstehen Sie? Ich muss die Münzen ja nicht mal einsammeln. Ich kann skippen. Das ist ganz... Das ist das Gute daran. Pass auf, pass auf! Ach, der... Ja, der... Oh! Der Pilz kommt ja sowieso von da. Also, hi. Okay. Nee, das sind richtige Synchronschwimmer, ne? Die halt immer so im Kreis... Also, die so einen Kreis bilden. Immer so, ja, voneinander entfernt schwimmen, sich wieder annähern. Ha, das ist die gute Synchronschwimmerei. Habt ihr das gesehen? Das war verdammt knapp. Ich würde jetzt sogar sagen, komm, lass mal zwei One-Ups klar machen, aber das ist ja sowieso nicht das Ziel. Also easy. Und hi. Ach, das ist das Schwierige. Ach so.
Hier ist eine Wand zwischen. Ja, dann ist natürlich klar, ne? Was daran so schwer sein soll. Okay, da musst du auch sogar groß sein im besten Fall, damit du da direkt da die Stampfattacke machen kannst, damit du runterkommen kannst. Okay, ja, ich habe die Wand vorher gar nicht gesehen, weil das alles hier so bräunlich aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Ah! Aber egal, los, Brüdes! Schwazy! Ist schon okay! Ja. So, ganz früh dann den Pilz klar machen. Ich mach klar wie Glasreiniger. Oh. Ja, hi. Babygirl. Na, haben Sie Bock? Oder was? Da! Hauli! Ja, die Synchronsbuhus, ne? Man kennt sie. Man hat schon mal von ihnen gehört. Jetzt wird's aber wieder so knapp hier. Ich sehe das auch kommen, Mann. Natürlich sollst du die Lücken ausnutzen. Es ist natürlich so gewollt, dass du durch die Lücken gehen musst. Aber das ist dann... Fick deinem A! So knapp, weißt du? Ach, Dreck doch drauf. Ja, da warte ich jetzt ganz... Ich warte ab. Und dann renne ich hoch. Ich hoffe so, dass ich trotzdem noch an die Fahne komme, ne? Okay, komm. Jetzt einfach nicht groß rum, palavern. Wie das hier zum Beispiel. Ach! Das kriegst du nicht hin. Du musst groß sein. Ich denke auch nicht, dass es noch gezählt hat. Was? Okay, okay. Ich sag nichts mehr. Aha. Das war aber auch wirklich ein bisschen verdient. Egal, nehmen wir mit. Ganz ehrlich. Ich meine, das war bestimmt so die kleinste Millisekunde, die da noch reingezählt hat. Oh mein Gott, Alter. Ha. Aber man kann ja auch mal Glück haben im Leben, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Mann. Du kannst auch mal Glück im Leben haben. Oh Gott. Wie soll ich jetzt hier an... Komm ich da und... Hallo? Brüdes! Wie soll ich da hochkommen? Okay, da wird nix. Ich muss wahrscheinlich... Oh! Ich muss die ausnutzen. Aber das... Wie soll ich die denn ausnutzen? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Das ist doch dumm. Ich meine, ich kann mir auch nicht diese... Ich kann mir die nicht aufsetzen, den Panzer. Geht nicht. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich überhaupt erstmal an einen Panzer herankommen? Ich glaube, der ist da oben, aber ich komme da nicht hoch, weil... Ja, da überall Panzer sind. Hallo. Vielleicht geht's ja doch. Na, ich gehe mal nicht davon aus. Das ist prädestiniert, in die Hose zu gehen. Sie wissen. Brüdes. Da, ich muss da irgendwie hoch... Ich muss da irgendwie hochkommen. Ich hoffe, die haben sich jetzt nicht... Ich muss jetzt mal runterkommen lassen, weil ich habe das Gefühl, ich muss hier rüberspringen, rüberrennen, besser gesagt. Ich hoffe, diese... resettet euch bitte nicht. Ich komme da nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Wie soll das funktionieren? Da soll ich erstmal warten, bis dieser Panzer dann sich bewegt und dann drauf springen und hi. Kann sein. Der ist doch viel zu schnell. Ach, scheiß drauf. Ich renne einfach nur. Gut, vielleicht muss ich auf den warten. Das kann sein, dass ich auf den warten muss. Aber den habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Wo ist denn jetzt, woher kam jetzt dieser Turm her? Der war gerade eben noch nicht da. Das ist ein bisschen dumm, ne? Ihr habt gerade eben alle gesehen, dass der Turm, dass der Kieferturm nicht da war. Auf einmal ist er da. Ja. Und jetzt war das war's dann, ne? Ende. Oder muss ich vielleicht ein bisschen weiter raus aus dem Screen gehen, damit der Turm vielleicht nochmal auftaucht? Nein. Ich würde so gern da hochkommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Es geht nicht. Ich will draufspringen, aber. Die Wand hier ist im Weg. Das ist total dumm. Wie komme ich da hoch? Was ist da? Was soll da sein?
Och, komm schon, das war so knapp. Aber es, du kannst da halt nichts gegen machen. So, ich sehe auch nicht, wie du da hochkommen sollst. Sehe ich nicht. Entschuldigung. Ja, mein Gott, aber es kann doch niemals die Lösung sein. Und das für ein One-Up. Also, wie unnötig ist das denn? Ich dachte, da kommt vielleicht ein Panzer raus oder so. So ein Käferpanzer, den du dir auf den Kopf stecken kannst, aber nein. Warum sollte es? Oh, aber das One-Up, den nehme ich mir mit. Die können wichtig sein. Okay, bye. Kann ich mir die nicht aufsetzen? Ich kann die mir nicht aufsetzen. Wie soll ich denn... Ja, danke, ja. Wie soll ich denn hier je an einen Panzer kommen? Wie soll ich denn jetzt so... Ah... Ja. Und ich frage mich halt so, weißt du, wie willst du da rankommen? Ich meine... Muss ja irgendwie möglich sein, ne? Und jetzt haben wir's. Ha. Okay, wie komme ich da? Fuck. Oh Gott! Brüdes! Ich verschwinde. Okay. Fuck, Vorsicht. Wir haben es geschafft. Oh! Ich hatte meine Probleme mit dem Level gehabt, auch nur, weil ich so verwirrt war, was da oben denn sein könnte. Ich habe mich darauf viel zu sehr fokussiert. Wow. Mindestens 5 Versuche, du kannst nicht mal. Also, bye. Ich glaube, du musst den Panzer mitnehmen, irgendeinen Panzer mitnehmen und den dann da auf die Stachis, auf die Stachirode schleudern. Dann kriegst du da auch schon One-Ups. Ich denke, das wird das Ziel sein. Geh durch die Schlüsseltür und erreiche das wunderbare Ziel, ja. Guten Tag. Super Mario Bros. 1! Mal wieder! Nach längerer Zeit! Geil! Was? Die gibt's doch unter Wasser. Diese... Ja, ich... Oh, wie heißen die Dinger eigentlich? Ich habe eigentlich keine Ahnung. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Diese Stachel... Die Drehstacheln von New Super Mario Bros. Wii und U und ihr wisst Bescheid. Und da ist eine rote Münze. Brudes! Mach mal hin, ne? Soll ich da mal so richtig Risk-Tendo sein? So richtig schön Risky-Tendo? Na, das wäre zeitlich gar nicht hingehauen. Das wäre nichts geworden. Ja, ich wollte nämlich direkt wieder runter, aber... Wie sehe ich denn aus? Feuerblume ist Bruder, so sehe ich aus. Ist doch geil, oder was? Ich hab Angst, Alter. Du hast wirklich so mini... Ja, du hast sehr wenig Zeit, bis das hier rüber... Oh! Das ist wirklich... Ich hab Angst, aber es ist auch geil. Es ist fordernd, es ist geil. Macht Spaß, ist gut. Okay. Eine, zwei noch, ne? Okay, geil. Soll ich hier runter? Oh, unnötig. Wie komme ich da ran? Ach so. Dann hau mal raus, Bruder. Was ist hier drin? Gar nichts. Ach, ich hätte da rangehen müssen. Ich habe das Gefühl, dass die zwei roten Münzen verpasst sind. Oder auch nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, vielleicht sind sie ja passé. Und bye. Ich würde aber echt gerne wissen, was in dem Block drin gewesen wäre. Aber es wird ja wohl nichts Wichtiges sein, oder? Es ist ja nur ein Block. Es ist ja nur ein scheiß Block, Mage. Ich glaube, ich behalte dich, oder? Soll ich dich behalten? Kupes, Brudes, bye. Ich würde auch so gern... Oh, scheiße! Okay, bye. Aha! Vorsicht! Und rein. Und hi. Ich glaube, wir ersparen uns damit ein bisschen mehr Arbeitsweg, oder?
Nee, aber dafür kriegen wir One-Ups. Jawohl. Ob es jetzt nötig gewesen wäre oder nicht, darüber lässt sich natürlich ja, streiten. Aber das ging mir zu schnell. Das ging mir auch zu schnell. Okay, jetzt vorsichtig sein, weil das, ich gebe es jetzt gleich wieder so aus der Hand. Und, oh Gott. Ich glaube, ich weiß, wie ich zu timen habe. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Wie soll ich das denn machen? Ich glaube, ich muss dann immer... Oder so. Ich weiß es nicht. Weil ich, wenn ich jetzt den... Das wird nicht hinhauen. Das ist doch alles... Ja, da kannst du nichts gegen machen. Ja, ich kann neu starten. Wir haben die Schlüsseltür geöffnet, oder? Wir haben sie geöffnet. Das ist jetzt irrelevant. So. Ist irrelevant. Ich sammle die roten Münzen nicht nochmal ein. Wir haben sie geöffnet, da waren zwei One-Ups drin, wir haben es gesehen. Okay? Ich finde, das kann man so akzeptieren. Ich finde, du kannst darüber... das ist okay. So. Der macht mir doch alles hier schwer, der Spasti. Jetzt eine Feuerblume gehabt zu haben, das wäre so schön gewesen eigentlich. Aber okay. Ja, ich habe gerade eben diese ganzen Power... Ja. Suizid. Das wäre so schön gewesen. Ja, ich stehe da... Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, dass die Gegner nicht von diesen Stacheln getötet werden, ist ja auch schon ein bisschen dubios, ne? Macht ja auch vollkommen Sinn und so. Ich meine, die werden verdammt fett erschlagen von dem scheiß Knüppel. Die überleben das. So, ich glaube, den kill ich jetzt erstmal, weil es ist so gemacht, dass der mir da auf den Sack gehen soll. Ja, was sollst du denn da machen, du Bastardsohn? Entschuldigung. Ist doch wahr. Ha! Diese Launen hier wieder, ne? Ohne Witz, Wenn du das hier spielst, kommst du auch... Ja, ich bin auf den Pilz gesprungen, aber okay. Wie sollst du hier rüberkommen? Das geht doch gar nicht. Wie willst du hier am besten... Okay, so vielleicht, aber das ist auch wieder... Kurz um sie verkackt, ne? Natürlich kurz vom Ziel verkackt. Aber natürlich. Klar. Warum denn auch nicht, ne? Warum denn auch nicht? Ich kenn's ja nicht anders, ne? Aber das soll mir egal sein. Wir haben die Schlüsseltür benutzt. Mehr ist mir hier nicht wichtig. Wir haben's gesehen. Ne? Wir hatten die Medaille schon auf der Hand. Und, die extra Arbeit, die mache ich mir jetzt nicht. Ne? Spring gegen alle fliegenden unsichtbaren Blöcke und erreiche das Ziel. SMW? Oder was? Nein. New Super Mario Bros. Aber wo soll ich denn hier die unsichtbaren Blöcke erkennen? Wo können sie steigen? Ah. Gut, das macht's natürlich offensichtlich, ja. Du weißt Bescheid, Bruder. Oh Gott! Habt ihr das gesehen? Das war haarknapp. Wie komme ich da hoch? Ah, du musst da gar nicht hoch. Okay, ich warte mal ab. Vielleicht kommt da ja auch irgendwas raus. Oder auch nein. Aber ich glaube, ich habe schon einen unsichtbaren Block verpasst. Es gibt 12 Stück. Wäre es nicht besser, die hinter mir zu lassen, statt vor mir? Ja! Wäre es! Brudes! Oh Gott. Ja, es ist ja relativ einfach. Oh, deren Strang zu folgen. Ja, wäre es. Aber wir haben locker schon ein paar unsichtbare Blöcke verpasst. Ich gehe davon so stark aus. Oh Gott. Ja, ich habe doch einen Drehsprung gemacht, du Dreckskopf. Der Moment, wenn du einen Drehsprung machst und es nicht gezählt wird. Das ist am besten. Ne, warum ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen unsichtbaren... Was denn? Ich hab doch... Du warst denn, ey?
Ach. Warum ich davon ausgehe? Ja, ganz einfach, weil ich glaube, dass es nicht nur Geflügelte von denen gibt. Und Slowdowns, aber die kommen mir zugute, weil dann läuft das Ganze ja so ein bisschen langsamer ab und schön ist doch die Welt. Und was willst du da machen? Oh Gott. Oh Gott. Das ist zu hart! Bruder, das ist zu hart! Bruder! Nein! Ja, weißt du, da oben sind Gumbas. Du denkst dir, da muss ich doch bestimmt hin! Da muss ich doch bestimmt hin! Richtige Irreführung. Finde ich dumm. Warum ist da oben eine Stelle mit Gumbas? Dumm. Ist dumm. Ja, ich probiere es noch einmal. Weil du, ihr wisst ja, ne? Bei einem Mittelpunkt, auch gerade einem Mittelpunkt oder mit einer Mittelfahne, die man hier wieder sehr schlecht skippen kann, muss man das Level immer zweimal neu starten. Verlierst natürlich immer noch automatisch ein Leben mehr, was sehr geil ist. Weil du da wieder nichts gegen machen kannst, die Mittelfahne ja, zu skippen. Kannst du nicht, geht nicht. Ende. Ja, die Feuerblume, die hat mich gerade eben gekillt. Das war zu, keine Ahnung. Das war viel zu sehr. Naja. Was willst du denn da machen, Junge? Ich bin doch ausgewichen, ey. Ich hab's doch versucht. Wenn es nicht geht, dann kann ich auch nichts dafür. Ich vermute, dass hier irgendwie... Okay, da ist halt nichts. Okay. Ha! Hotheads. Ich habe sie schon immer gehasst. Gerade wenn sie fliegen. Ist auch der letzte Versuch. Wenn es hier nicht klappt mit der Medaille, dann lasse ich es auch bleiben, weil dann ist es mir egal. Es ist mir dann einfach egal. Ich habe es probiert. Ich war bemüht. Wenn es nicht geht, tut's mir doch leid. Dann geht's halt nicht. Man kann es ja nicht immer erzwingen, ne? Man soll ja auch gechillt spielen. Auch wenn es hier Challenges sind. Natürlich werden die Level ja auch härter. Natürlich. So, hier habe ich gerade eben meinen Pilz verloren. Vorsicht, Fräulein. Bleib doch stehen. Wo ist der... Ich sehe es kommen, ne? Das, ich weiß nicht. Vielleicht ist das Ziel, sammle alle One-Ups ein. Vielleicht aber auch nicht. Und das war dann gerade eben wieder der Beweis dafür, dass ich es gnadenlos verschissen habe. Lass mich doch hoch. Ja. Jetzt nicht verlieren. Nicht unnötig verlieren. Komm schon. Du denkst dir so, ja, warum sammle ich denn diesen Scheiß jetzt überhaupt ein? Ist doch unnötig so. One-Ups einsammeln und so weiter und so fort. Hm. So, hier muss man sich nur die Spots merken, wo die, ja, Hotheads sich halt, wo die halt wenden und so. Und die wendeln ja alle multiple. An verschiedenen Orten. Seht ihr das? Oh! Knapp! Ja, dumm. Ah, egal. Jetzt haben wir wenigstens die Zeit, um den zu bekommen. Ich weiß noch gar nicht, habe ich gerade eben was übersehen? Habe ich gerade eben einen übersehen? Einen Block? Kann das sein? Wäre möglich. Aber bitte lass mir hier noch irgendwo eine Feuerblume da, Bruders. Das wäre geil! Was willst du denn da machen? Ja, was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das? Was ist denn das? Was soll ich denn dagegen machen, weißt du so? Was ist das so dumm, ist das doch? Ist das beschissen dumm? Weißt du, ich will ja, ich bin ja nur einmal ausgewichen. Ich wollte ja diesen unsichtbaren Block berühren, aber ich durfte nicht. Ich hatte keinen Bock, mich hinten zu lassen, weil ich war ja schon klein, oder? War das so? Kann sein. Ist mir egal, dann scheiße ich da jetzt eben drauf. Ist mir egal. Ich wette, das zweite Ziel wird sein, besiege alle Gumbas. Besiege alle Gumbas. Ist mir egal. So. Ich hab mein Bestes getan. Ich habe mein Bestes getan. Wenn da dieser unsichtbare Block verdeckt wird durch ein Hothead, dann ist mir das egal. Ist halt eine dumme Position. Sollst ja eigentlich immer die Chance bekommen, sowas zu erreichen, aber okay. Gut, die Freunde, ich würde sagen, ich bin wieder so ein bisschen gereizter. Merkt man wahrscheinlich auch gerade, aber naja, wie man sehen kann, es ist alles ein bisschen beschissen hier mit den Challenges gerade, ne?
Mittelfahnen, Hotheads, die im Weg stehen. Richtig geil. Haut rein. Ciao.